Wenn der Busfahrer nicht die Überzeugung hat bei uns, dass er total wichtig ist und dazugehört, weil er halt einfach, nachdem er Bus gefahren ist, das Spiel filmt von einer Jugendmannschaft. Was bei uns eine Selbstverständlichkeit war. Immer. Wir haben keine Filme gehabt. Der Sponi ist überall rumgeklettert. Oder jetzt, oder die anderen. Sind überall rumgeklettert auf allen Dächern und haben die Spiele gefilmt. Das ist eine Selbstverständlichkeit. So, deshalb ist er total wichtig, damit wir nachher die Aufnahme haben. Das ist jetzt ein Beispiel von Hunderten. Und das sage ich nicht nur so, sondern es ist so. So muss es laufen in so einem Laden wie bei uns. In so einem, wir sind ja nicht ganz groß, aber ganz klein auch nicht mehr. Alle müssen mehrere Sachen schaffen. Alle. Und dann gibt es Identifikation. Und wenn es dann übergreifend ist und man hat mit anderen Dingen auch was zu tun, nicht nur an seiner Abteilung hockt, an seinem Ding und immer das gleiche Zeugs macht, sondern richtig gefordert ist und richtig eingebunden ist, dann hat man ein Selbstwertgefühl, dann hat man das Gefühl, ich bin voll dabei und gehöre dazu. So, und dann werden die Hierarchien flacher und dann hätte ich auch Bock zu arbeiten, wenn ich nicht dieses komische Wort Cheftrainer wäre. Oder Trainer, dann wäre ich halt irgendwas anderes. Und sonst hätte ich keinen Bock, wenn ich nur der Befehlsempfänger wäre. Dann kicke ich halt am Dienstag um 11 Uhr, wenn ich sage, ich muss am Dienstag um 11 Uhr kicken. Dann machen wir eine Mannschaft zusammen und eine andere Mannschaft kommt da und dann kicken wir um 11 Uhr. Oder um 12 Uhr oder zur Nacht. Oder egal, das soll ich die dann machen. Ich konzentriere mich dann aufs Spiel und freue mich, wenn einer Pass spielt und lasse mir den Fußball nicht stehlen in meinem Inneren. Ich habe mir nur für mich gesagt, ich lasse mir das Fußball nicht nehmen. Oder die Freude daran. Egal, was ich mache. Egal, wie dann. Kicke ich gehe nach Buchenbach und dann kicken wir dort ein bisschen. Mache ich dort Trainer, kann dann mitkicken. Ich kriege schon ein paar zusammen. Ist kein Problem. Buchenbach, ein paar Kilometer. Hinten, Richtung, im Ibetal. Schöner Platz hinten, so Rasenplätzli, ist aber keine Originalgröße, ist traumhaft. Es geht hoch, der Hang hoch, kannst hinsitzen, kannst kicken unten. Es gibt nichts Schöneres. Hast du noch Aussicht? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wurde eigentlich das Trikot von Manuel Neuer aus dem Hinspiel mittlerweile gewaschen? Und zweitens, gibt es einen neuen Trikotwunsch Ihres Sohnes? Nein, inflationär machen wir das nicht. Wenn wir schon schauen, das ist ja schon was. Glaube ich nicht gewaschen, ich weiß nicht. Wir haben es jetzt nicht die ganze Zeit im Sofa liegen, aber. Kann man nicht vorstellen, dass es gewaschen hätte. Er hat ja damals gesagt, es darf nicht gewaschen werden, also wird es nicht gewaschen. Ich meine, da hat er dann schon sein Trikot, nicht meins. Da mische ich mich nicht ein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gewaschen ist, außer meine Frau hat es heimlich gemacht. Ich habe es nicht heimlich gemacht. Und natürlich sage mir ihnen auch, dass sie darauf achten sollen und wenn sie Fleisch essen, dass sie selbstverständlich Fleisch holen in Metzgereien. Wo die Rinder natürlich hier von der Weide sind und nicht irgendwie in irgendwelche Karre 1000 Kilometer rumgefahren worden sind oder dass sie Hähnchen essen und die haben ja genug Geld, wir haben ja alle genug Geld, dass nicht wir irgendwelche Hähnchen kaufen für 2,50 Euro oder 3,50 Euro, die gequält worden sind ihr ganzes Leben, ihr kurzes Leben und ein unwürdiges Leben hatte, weil was ist das für Fleisch, das überträgt sich ja auf dich selber, das ist ja klar. Es kommt und es hat Gründe, dass es kommt. Und Ernährung kannst du echt noch mal ein paar Prozent rausholen, das ist keine Frage. Und es ist auch eine ethische Sache. Wenn du dir es leisten kannst, das meine ich. Nicht, wenn du unter Hunger leidest, dann überlegst du nicht mehr. Aber wenn du dir es leisten kannst, ist es eine ethische Sache. Dann musst du halt überlegen, ob du ein paar tausend Euro für einen Spoiler ausgibst oder lieber mal drauf schaust, dass du, wenn du schon Hähnchen isst, dass du. Dass der Hähnchen ist, ist dir ein ordentliches oder ein großes Auto, vielleicht mehr auf das schaust als aufs andere. Das wäre vielleicht dann ganz gut. Und die Jungs auch bei uns in der Mannschaft, also wenn ich jetzt zurückhaltend wird oder so, was man sich vielleicht jetzt hier in der Runde gar nicht vorstellen kann, aber ein bisschen, denke, nicht jetzt schon wieder, jetzt sage ich nicht jetzt schon wieder das und das, da kommen sie und sage Trainer. Und dann, die wollen nicht, die wollen Vollgas. Aber weil da diese Vertrauensebene ist. So, wir können einfach, wir ziehen uns um und dann sind wir,
gehen wir raus in unsere Straßenklamotte und vorher sind wir auf dem Platz und dann ist Kante und die wollen Kante. Und, nicht, und wenn mal einer dann mal beleidigt ist oder so, dann gehen die halt hin und reden miteinander und so, aber das haben wir uns halt auch alles aufgebaut. Wir haben halt gesagt, wie soll es gehen, damit es einigermaßen gut funktioniert. Und da muss man sich halt immer auch drum bemühen. Und das hat immer was mit den einzelnen Menschen zu tun, mit dem Verständnis für den anderen und aber auch mit der klaren Ansage, also auch mit einem klaren Gespräch, mit der klaren Diskussion. Und das probieren wir halt die ganze Zeit. Immer wieder. Und vielleicht meine ich das ein bisschen und klar, ich finde das, da haben wir Dinge, die machen wir nicht ganz falsch auch, habe ich das Gefühl. Aber musst immer wieder anfangen und musst immer wieder überprüfen und musst immer wieder in den Spiegel schauen, sowohl die Spieler als auch die Leute in der Vorstandschaft, auch die Leute in der Trainerkabine, als auch die Leute in der Physioabteilungen. Und das machen nicht immer alle Leute so gern, sich kritisch hinterfragen. Jetzt. So. Und das habe ich das Gefühl, ist ganz gut bei uns.